Moin und herzlich willkommen bei Start, Land, Fuß. Mein Name ist Ingvar und heute lade ich euch wieder ein auf einen Flug mit der Cessna 152 von JP Lucky Six. Und da springt meine Katze auf den Stuhl und der fällt fast um. Okay, zwei Katzen haben wir auch mit an Bord und natürlich wieder meine charmante Co-Pilotin. Ja, liebe Leute, was erwartet uns heute? Wir fliegen tatsächlich nochmal wieder zurück nach Paderborn, aber diesmal nicht nach Paderborn-Lippstadt, sondern nach Echo Delta Lima Romeo. Das ist Paderborn, jetzt will ich nichts Falsches sagen, bin ja auch schon ein bisschen älter, ne? Kann man das immer alles gar nicht so merken, Paderborn-Hexterberg oder Haxterberg. Ja, gute Frage, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich dann Deutsch, Haxterberg. Und da habe ich eine Szenerie gefunden bei flightsim.to und die werden wir doch einfach uns mal anschauen. Es gibt auch einen Auftrag bei Neofly, dass wir dort also auch Fracht hinbringen. Beziehungsweise ist das sogar, glaube ich, ein VIP-Flug. Oder, ja, das sind zwei Aufträge, genau, das sind VIP-Missionen. Das heißt, man muss sicher und komfortabel fliegen. Ja, genau, wir haben zwei weitere Gäste mit an Bord und euch natürlich. Und zusätzlich gibt es noch mehrere Dinge, die ich ja mit heruntergeladen habe. Zum Beispiel ein Pushback-Tool und auch ein paar Assets-Gimmicks, zum Beispiel Camper und verschiedene Gegenstände und auch für VFR interessante Dinge, die mit auf der Karte mit eingebaut sind, wie also in der Landschaft, wie Funkenmäste und Wasserbehälter, Wassertürme etc. Mal sehen, ob uns da etwas auffällt, was da so ist, aber auf jeden Fall denke ich, wird es interessant in Paderborn-Haxterberg. Da bin ich mal sehr gespannt. Ist natürlich wie immer alles verlinkt und ja, nun schauen wir uns das mal genauer an. Also zwei Gäste haben wir, wir können $5.600 verdienen, wir haben eine Entfernung von 22 nautischen Meilen und wir dürfen bei diesen VIP-Missionen nicht mehr als 45 Grad ja, steigen oder neigen. Ja, das heißt also, dass wir da komfortabel fliegen müssen. Gut. Als erstes stelle ich euch nochmal das Pushback-Tool vor. Und zwar ist das hier oben auch mit integriert. Pushback und ich habe schon verschiedene Pushback-Tools ausprobiert. Dieses finde ich aber gerade ganz besonders für VFR sehr praktisch. Denn im Real Life ist es ja auch so, dass man sein Flugzeug natürlich ja, mit Kraft, mit Handeskraft, mit Körperkraft eben auch schieben muss. Und dafür ist das bestens geeignet hier. Ihr seht das schon eingeblendet. Also wenn das Flugzeug jetzt zum Beispiel im Hangar steht oder jetzt irgendwo vor Hallentoren oder vor einer Halle, dann müsst ihr das nicht mit dem Standard-Tool pushbacken, sondern habt hier ein tolles Tool und stellt euch vor, dass ihr das eben selber zurückschiebt oder dorthin schiebt, wo ihr es haben möchtet. Ich habe hier verschiedene Funktionen. Einmal hier oben Pushback. Dann unter Flugzeug finde ich auch nochmal... Aua, aua. Kätzchen. Jetzt geht das gerade nicht. Ich muss mal kurz die Krallen entfernen aus meinem Körper. Ja, aber ich, ja, ist ja gut. Ja. Und hier haben wir dann Betankung. GPU. Das ist dann die externe Stromversorgung, Catering, Gepäck, die Brücke, Treppe ist jetzt hier ausgeblendet. Brauchen wir natürlich alles für einen VFR-Flieger nicht, also naja, höchstens Betankung, aber das machen wir ja nicht mit dem Tankwagen. Können wir hier auch gar nicht rufen. Türen, sofern welche vorhanden, jetzt bei großen Fliegern kann man hier dann anklicken, vorne, hinten, Fracht. Auch die Parkbremse kann ich hierüber lösen oder setzen. Dann habe ich hier noch verschiedene Optionen. Und
ja, das lasse ich alles mal so voreingestellt. Für uns jetzt wichtig, für VfR-Flieger, die kleinen Maschinchen, die wir pushbacken. So, und da drücke ich hier auf Pushback starten. Und er fängt auch noch gar nicht an. Jetzt kann ich auch vorab schon mal die Richtung auswählen. Ich möchte eben nach links. Also das Heck soll dann nach links ausbrechen. Kann auch nochmal sagen, ob vorwärts oder rückwärts. Da tippe ich schon mal an, rückwärts. Und hier kann ich auch die Geschwindigkeit einstellen. Also noch Parkbremse lösen. Ups. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer. So viel Kraft haben wir nicht. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen buckeln. Also ich kann die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann auch währenddessen kann ich auch die Gradzahl sozusagen verändern. Ich kann stärker links rum. Ich kann auch hier geradeaus zurück. Wir drehen jetzt mal ein bisschen stärker. So, halten. So, der Vorführeffekt Telefon. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Entschuldigt. So ist das, wenn man Uncut Video macht. Dann kriegt ihr das natürlich auch alles mit. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt das Telefon gehört habt, aber ist auf jeden Fall erledigt. So, jetzt habe ich auf Halten gedrückt und jetzt habe ich mein Flugzeug so. Ich mache das aber mal zum Demonstrieren. Ich kann jetzt auch vorwärts. Kann natürlich auch entsprechend mein Flugzeug dann da exakt dorthin schieben, wo ich es hinhaben möchte. Also denkbar ist eben auch eine Halle in einer Szenerie, die tatsächlich offen ist. Standardmäßig sind die ja nicht geöffnet. Dann könnt ihr auch so euer Flugzeug bequem hineinschieben, sofern die Szenerie das zulässt. Ich finde es ein ganz tolles Pushback-Tool. Kann man natürlich für große Flieger verwenden, aber gerade bei den kleinen ist das hier deutlich das Beste, also was ich bisher gefunden habe, muss ich sagen. Auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Gut, so, das wäre das Pushback-Tool und jetzt werden wir erstmal Neofly bei Neofly den Auftrag annehmen. Achso, 166 Kilo. Das werde ich erstmal beladen, genau. Oder erstmal, nein, Kamera wollte ich nicht. Beladen ist hier. So, 166 Kilo brauchen wir noch. Da nehmen wir mal so 166, sind 33, 83. Machen wir hier 83. Na, komm schon. Da 83 Kilo. Sind wir schon überladen? Werden wir wohl überladen fliegen müssen, ne? Oh. Wir sind schon überladen. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Sprit wir drin haben. Das wird dann hier angepasst. Weil wir haben, glaube ich, weniger Sprit tatsächlich drin. Ich starte jetzt erstmal die Mission. Gesamtgewicht ist zu hoch, ja. Gut, dann muss einer wieder aussteigen. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Dann muss einer wieder aussteigen. Dann gehen 170. Und wieder raus. Muss ich kurz umrechnen. 170 Pfund. 170 LBS sind 77 Kilo. Das heißt, die 77 Kilo, die können wir uns sparen. So sagen wir mal 80, also 40 wieder weg. Hier 43. Hier auch 43. Dann sind wir immer noch etwas überladen. Naja, müssen wir mal großzügig drüber wegsehen. Aber wir können jetzt sicherlich die Mission starten. So. Dann haben wir jetzt nur noch einen Gast an Bord und euch. Captain, this is Dispatch. The VIPs do not look too happy today.
It's probably best if we don't keep them waiting. Wir schalten schon mal Neofly dazu. Das Neopad. Richten uns das schon mal ein. So, ich gehe hier wieder auf meine Lieblingskarte. Flugzeug zentrieren. Na, hier sehen wir auch schön, hier stehen wir gerade. Mission haben wir jetzt einen Passagier, 22 Meilen, wir bekommen 2839 Dollar, haben noch bis zum 8.12. Zeit. Heute ist der 7.12. in Wirklichkeit. Ja, wir dürfen nicht neigen oder steigen, das Flugzeug höher oder, ja, als 45 Grad. Es geht hier von Echo Delta Lima Zulu nach Echo Delta Lima Romeo Paderborn Axterberg. VIP-Auftrag. Und jetzt habe ich nicht mitbekommen, ob jetzt schon alles ready ist. Aber ich denke mal, die Person ist schon eingestiegen. Dass wir wohl starten können, ne? Check das nochmal eben. Achso, die Parkbremse. Transporter, boarding has started. Jetzt steigt der Gast ein. Transporter, boarding is complete. You can start your flight. Ja, es geht los. Passagier ist eingestiegen. Ist natürlich viel Soundkulisse für diesen einen Passagier. Da gibt es leider keine größere Auswahl. Aber dann würde ich sagen, dann legen wir los. Wir haben heute wieder gute Wolkenbildung, aber wir sollten VFR-mäßig trotzdem gut durchkommen, hoffe ich. Ich denke mal, in Paderborn ist es nicht schlimmer. Gut. Dann halten wir mal alles ein. Nav, Beacon. So, der Auswahlschalter müsste schon alles passen. Okay. Schon mal ein bisschen Gas rein. Gucken, ob das diesmal auf Anhieb klappt. Clear prop. Naja, beim zweiten Versuch. Immerhin. Parkbremse lösen. Und dann geht's wieder los. Ich freue mich schon. Hier geht es ein bisschen berghoch, das heißt. Er wird hier ein bisschen kämpfen. Und dafür, dass ich aber Vollgas gebe, kommt er hier aber ganz, ganz schlecht hoch. Dass das Pushback-Tool jetzt noch tatsächlich da irgendwie okay, jetzt auf einmal. Weiß aber nicht, ob das jetzt mit dem Pushback-Tool noch zusammenhängt. Weil jetzt habe ich erst offiziell bestätigt, dass Pushback beendet ist. Na, schauen wir mal. Klappen schon mal setzen für den Start. Hier eine Graspiste.
hier scheint das wirklich... Ah, das ist aber auch ein Unterschied, ne? Wenn du Gras fährst... Ah, hier scheint... Kann man hier ein bisschen schlecht erkennen, aber... Das ist auf jeden Fall noch hier dahinter. Genau. Das ganz gut passen. Wenn ich das richtig sehe, ist hier vorne die Begrenzung. Ja. Starten wir von hier. Das passt eigentlich ganz gut. Hoffe ich mal. Aber er steht schräg, ne? Ja gut, lassen wir uns mal überraschen. Ich gehe nochmal ein bisschen rechts rüber. Ich glaube, hier steht das tatsächlich so ein bisschen schräg. So, gut, liebe Leute, ja, dann geht's los und zoome hier nochmal ein bisschen raus und dann bin ich mal gespannt, was uns auch erwartet. Okay, haben wir alles? Landelichter, Strobe, alles aktiv. Handle Lights mache ich mal einfach mal mit an und dann würde ich sagen, geht ab die Post. Echo Delta Lima Zulu Traffic 279er, taking off runway 25 left touch and go. If you know what I mean. Ei, der Start war aber... Uiuiuiuiui. Das ist, wenn... Ja, ich habe das ja so eingestellt. Ich habe tatsächlich alle Unterstützung aus. Außer... Jetzt wird erstmal die Flugroutenverfolgung angefordert. Noch mal einfahren. Oh, wir fliegen hier mitten. Mitten ins Wolkengebiet. Ja, also der Start, der war so ein bisschen versemmelt, noch Glück gehabt, weil ich habe die Unterstützung, bei den Unterstützungsoptionen habe ich halt eingeschaltet, ist auch das Einzige, dass das Seitenruder automatisch bei Start und Landung mitgesteuert wird und also auf dem Boden, dass es auf dem Boden eben auch funktioniert mit dem Yoke zusammen. Das heißt, wenn ich Yoke nach links drehe, dann macht er entsprechend das Seitenruder, dass ich nach links rollen kann dann. Und das ist momentan noch so einfacher, als wenn ich das über eine Tastenbelegung oder Knöpfebelegung am Yoke mache, dass ich das Seitenruder manuell mache. Wenn ich dann aber irgendwann mal ein Seitenruder als Hardware mit dazu habe, dann wird das sicherlich ja auch einfacher. Ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen hoch. Ah, da müssen wir gucken, dass wir dann drunter bleiben. So, wieder ein bisschen tiefer gehen. Jetzt einfach mal ein bisschen Gas weg.
sind eigentlich natürlich realistisch gesehen schon viel zu nah an den Wolken dran, ne? Was man als VFR-Flieger auf jeden Fall nicht machen sollte. Er darf. Aber in der Simulation darf man ja mal ein Auge zudrücken, ne? Oh, da kommen ja noch eine dickere, fettere Regenwolke hier. Dann denke ich mal, kriegen wir auch gleich noch Regen. Dicke Soße haben wir hier. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Pushback-Tool haltet. Testet es selber einfach mal aus. Verlinkt es alles. Und auch generell, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, wenn ihr auch Wünsche habt, in welche Richtung es gehen soll, von den Flügen her, auch immer raus damit. Oder welchen Flugplatz ich mal anfliegen soll. Immer gerne. Es wird auf jeden Fall noch vieles, vieles kommen. Also ich werde immer von Folge zu Folge, werde ich euch immer wieder etwas Neues präsentieren, was ich selber gut finde, was ich nutze. Es wird auch nachher natürlich weitergehen, dass wir andere Maschinen fliegen, bis hin irgendwann zum großen Airliner. Es werden auch Highlights kommen, wie bei Ibao fliegen auf dem Netzwerk. Auch Shared Cockpit. Ja, das meine Tochter, die fliegt auch, hat mit dem Fliegen angefangen. Auch das werden wir irgendwann ausprobieren, dass wir dann zusammen in einem Airliner fliegen. In einem Flugzeug. Und auch Gruppenflug. Wir werden auch Gruppenflüge machen. Das wird alles kommen. Das heißt also wirklich von Folge zu Folge eine Steigerung. Jetzt am Anfang mehr halt VFR und kleinere Flieger. Arbeiten uns bei Neofly ein bisschen hoch. Und ich schaue immer mal, ob das irgendwelche Tools gibt, die ich euch empfehlen kann. So wie jetzt zum Beispiel das Pushback-Tool. Und ja, ihr seid immer sehr herzlich eingeladen zu kommentieren und in beide Richtungen bitte. Also wenn ihr natürlich sagt, ihr findet das toll, schreibt es gerne natürlich, aber auch immer wichtig, negative Kritik, weil dann kann ich darauf eingehen und dann kann ich auch Dinge zeigen, die ihr lieber mögt oder die ihr mal sehen möchtet. Ich mache auch sehr gerne Tutorials, habe ich in der Vergangenheit ja hier und da auch schon gemacht. Das macht mir auch richtig Spaß, ist jetzt aber nicht so im Vordergrund, aber auch das wäre möglich, wenn ihr zu einem Thema und in einem Thema, wo ich natürlich dann auch relativ fit bin, nur erstmal ein Käffchen trinken zwischendurch, da steht ja schließlich frisch hier. Ich mache mich natürlich zu allen Themen schlau, die mich auch interessieren. Muss natürlich irgendetwas sein, was jetzt auch hier mit unseren Flügen zu tun hat. Es wird auf jeden Fall noch vieles, vieles kommen. Und natürlich, ja logisch, natürlich auch Livestreams. Ne? Das wird auch kommen. Ja, ich habe ja auch dieses VFR-Add-on mit runtergeladen, wo man dann eben auch viele Gebäude oder Funkmasten, Wassertürme und so weiter sieht. Ist mir jetzt bisher hier noch nicht aufgefallen, aber kann natürlich sein, dass in dieser Region hier jetzt auch wirklich nichts steht. Ne? Alles möglich. Ich kann auch absolut nur empfehlen, auch alles verlinkt, wenn ihr das Geld habt,
Legt euch einen Joke zu. Es gibt teurere als den von Logitech. Keine Frage. Und die vielleicht auch stabiler sind von der Verarbeitung. Aber ich muss sagen, es macht einen Heidenspaß. Und genauso der Throttle. Das macht es einen Riesenunterschied. Ja, das ist... Also wenn man anfängt, man hat gar keinen Joystick und gar nichts und man fliegt mit Tastatur, es geht ja irgendwie. Ja, keine Frage. Aber wenn man dann zumindest schon mal einen Joystick hat, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, aber mit einem Yoke. Und wenn du dann Gas- und Gemischregulierung, das alles über die Hebel hast und du hast ja noch zusätzlich so viele Möglichkeiten, die Schalter zu konfigurieren. Ja, allein an dem Throttle ist ja, sind ja nochmal 6 Schalter. Also es ist schon... Und das kannst du auch alles kombinieren mit den Schaltern und Knöpfen, die du am Yoke hast. Das heißt, du kannst sagen, mit dem Knopf und diesem Knopf, das zusammen soll dann die und die Funktion haben. Nur der Knopf soll die Funktion haben. Also es ist, man hat da unzählige Möglichkeiten. Ja, und dazu habe ich mir dann inzwischen halt auch den Autopiloten geholt, wo du dann auch die Klappen einstellen kannst mit dem Hebel, Autothrottle und Trim. Also Trim ist auch sehr wertvoll. Also das ist ja fast noch wertvoller als der Autopilot selber. Ja, das ist... Weil die Trimmung gerade bei VFR, die ist ja nicht so unerheblich. Macht das Fliegen ja auch ein bisschen einfacher. Und da hast du halt ganz rechts so ein Rad. Ja, wenn du deine rechte Hand dann da so auf das Panel legst und kannst dann mit dem Daumen hoch und runter. Also es ist eine so tolle Geschichte. Macht riesen Spaß. Ja, und dann habe ich mir noch das Panel geholt, wo du dann die ganzen Schalter und Knöpfe hast für Licht, für die Kraftstoffpumpe, für Anti-Eis, Pitot, dann natürlich für Batterie, Alternator, Avionics Master, Panel Lights, Beacon, NAV und so weiter. Ja, und den Zündschlüssel. Ist jetzt leider kein Schlüssel in dem Sinne, sondern es ist halt ein Knopf, sag ich mal, den man dann dreht. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ist auf jeden Fall vom Feeling her schon mal sehr viel mehr Realitätsnähe, als immer nur irgendwelche Tasten auf der Tastatur zu drücken. Oh, wir haben schon viele Wolken, aber haben ja auch recht gutes Wetter. Wir sind jetzt hier über Salzkotten, habe ich auch noch nie gehört. Ist sowieso irre durch das virtuelle Fliegen, wie viele Ortschaften man sieht, die man tatsächlich auch noch nie gehört hat. Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Was ich auch persönlich sehr interessant finde, ist, dass man sieht, dass ja zumindest hier in Norddeutschland man ja unheimlich viele Felder hat. Ne? Das ist ja also Landwirtschaft ist ja enorm. Das ist Wahnsinn. Also, was für eine riesige Fläche, wenn man das mal alles zusammenrechnet, wo jetzt keine Bebauung ist, sondern wo wirklich Wald und ja, Wiesen und Landwirtschaft betrieben wird. Irre. So, wir haben noch voraussichtlich 4 Minuten, bevor wir ankommen. Ich bin mal gespannt, was wir da so sehen. Jetzt zwischendurch bin ich auch immer mit dem Trimrad dabei. Ich reguliere mittlerweile auch viel über den Schubhebel. Dass ich, wenn ich Höhe gewinnen will oder auch niedriger, und dann stelle ich nochmal so die Feinjustierung mit dem Trimrad ein. Ich hatte mal in einem Video aus England
hatte auch ein älterer Flugsimmer, hatte das vorgestellt, dieses Panel und dieses Trimrad, und der war auch schon so schwer begeistert und sagte, das ist eigentlich das Beste an dem Ganzen. Und da dachte ich noch so, hey, Mann, das ist Autopilot, da kannst du den kompletten Autopiloten steuern und du bist jetzt begeistert von dem Trimrad. Da war ich noch wirklich sehr überrascht und ich muss sagen, das ist auch das, was ich am meisten von dem Panel benutze, mit den Klappen zusammen. Wir fliegen natürlich relativ tief, ne? Etwas mehr als 1600 Fuß. Ich glaube, die Höhe auf Grund ist 600, 700 Fuß. Das heißt, wir sind schon wirklich sehr dicht am Boden. Aber es geht halt wegen der Wolken hier nicht anders. So, da vorne kommt auch schon... Ja, jetzt haben wir... Ja genau, hier ist jetzt schon wieder Paderborn. Und Paderborn-Lippstadt waren wir ja... Und Paderborn-Lippstadt waren wir ja geflogen. Weggeflogen letztes Mal. Und jetzt geht es ja um den kleinen Sportflugplatz. Ich verlinke euch die Webseite von dort. Ich finde das ganz toll, wie sie die Seite gemacht haben. Und die haben sogar hier am Platz haben sie einen A320 Simulator stehen. Das wird betrieben von den ortsansässigen Piloten dort, die dort im Luftsportverein sind. Eine Luftsportgruppe. Paderborn. Und ich finde das toll gemacht, die Seite. Geht da mal drauf, guckt euch das an. Da kann man auch sehen, welche Flugzeuge dort sind. Was die anbieten. Weil nicht jeder Luftsportverein bekommt das auf die Kette. Vernünftig. Oh, hier wird es aber jetzt richtig, richtig windig. Aber richtig windig. Wenn wir so gucken, wo jetzt hier der... Ist jetzt unter uns, ne? Hier. Da ist die Piste. Da unten sind die Wolken. Fliegen jetzt natürlich auch noch da mitten rein, ne? Das wird jetzt schwierig mit der Landung, aber... Ja, nicht schwierig, aber... So. Na gut. Gehen wir mal in den Gegenanflug. Gehen wir schon mal ein bisschen tiefer natürlich. Dass wir hier nicht in die Wolken reinrauschen. So. Da sind schon die Windkrafträder. Klappen raus. Das Windkraftrad wollen wir natürlich nicht rein. Hier hängen sie aber auch ganz schlecht tief. So, Gesundheit. Ja, das... das kommt auch durch FS Realistic. Ich habe das erste Mal... Ich bin so zusammengezuckt. Ich sage es euch. Es war so krass. So. Jetzt habe ich aber so ein bisschen die Piste aus den Augen verloren. Ich weiß schon, dass sie da vorne ist. Doch, jetzt habe ich sie, glaube ich, wieder im Blick. Bin jetzt nicht so sauber den Querenflug geflogen. Sondern mehr so... Kurve. Ist auch nicht schlimm. So. Wir haben eine Asphaltpiste und eine Graspiste. Offiziell tatsächlich. Ich
landen mal auf Asphalt. Wir haben natürlich jetzt bei den vielen kleinen Sportplätzen haben wir viel Graspisten. Na gut, da muss die Texturen erstmal so ein bisschen laden. Transporter from dispatch. Take the VIP to the parking. Great landing. Ah, hier ist schon ein bisschen was los. Paderborn, Haxterberg. Da ist sie. Ja, Taxi einschalten, Landelichter und Strobe aus. Das mal an. Hier sind Segelflieger. Hier sehen wir Paderborn-Haxterberg. Da ist der Turm. Ja, auf kleinen Plätzen sagt man ja nicht Tower, sondern Turm. So. Da vorne ist auch die Tankstelle. Da ist sogar eine Halle. Wir werden mal jetzt zu der Halle hinrollen und werden mal testen, ob man dort tatsächlich sein Flugzeug auch reinstellen könnte. Gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir hier abladen. Transporter, you can open the doors and begin the disembarkation. Ja, Türen, genau. Türen können wir ja hier auch öffnen, aber. Zack. Bitteschön. Ich hoffe, sie hatten einen angenehmen Flug. So, Motor aus. Parkbremse ist an. Lichter können alle aus. Dann gucken wir uns das gleich nochmal genauer an hier. Transporter from dispatch. Disembarkation completed. Thank you and good day. Ja, ebenfalls good day, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen und gucken uns das mal ein bisschen an, die Szenerie. Also die Klappen können noch rein, ne? So, Klappen werden eingefahren. Ja, wunderbar. Gucken wir uns das mal an. Also Paderborn-Haxterberg. Machen wir hier jetzt. Ich sag nochmal kurz von oben. Und das mache ich dann aus. So. Vorne ist die Tankstelle. Es baut sich so ein bisschen zögerlich auf. Ist gar nicht klar, durch das eine neue Szenerie ist, ob das jetzt wirklich auch normal ist. Das habe ich eigentlich bei anderen Szenerien jetzt noch nicht so gehabt. Aber hier haben sie wohl dann, ja. Hier ist der Turm. Ah, cool. Ist sogar jemand drin. Ja, moin. Cool. Ah, hier haben sie noch ein Restaurant. Da sieht man sogar, wenn ich richtig gucke, man sieht sogar die Zapfhähne vom Bier. Ja, cool. Und hier sitzt sogar einer. Ja, das finde ich gut. Okay. Hier hinten sind Parkplätze. Sehr schön. Also ich war jetzt natürlich in Real Life jetzt noch nicht da gewesen, aber es wird gegenüber der Standardszenerie natürlich eindeutig so, dass es hier realistisch nachempfunden ist. Hier vorne haben wir noch ein paar Werbetafeln wohl oder Informationen, ob man da was lesen kann. Werbung. Was haben wir denn hier? Zaunkreisel. Dübelow Straße 264. Zäune aller Art. Thomas Cook. Upiterm. Okay, das ist ja witzig. Ist hier Werbung drin. Ihre Werbung im Microsoft Flight Simulator, kontaktieren Sie mich unter info@flybyguy-scenery.de. Das ist ja auch geil. Das ist ja schon eine lustige Idee, ne? Hier tatsächlich auch Werbung mit reinzubringen. Hier ist Baustoffmarkt Happe. Alles zum Bauen und Renovieren. Ja, wird wahrscheinlich Paderborn und hier Bad Lippspringe steht hier. Und Delbrück sind das wohl echte. Ich finde das cool.
Auch dass hier Personen mit drin sind. Nicht nett gemacht. Können wir hier? Wegnerhaus GmbH. Auch Paderborn. Bauzentrum Westerhorstmann. Ja, lustig. Ja, Infotafel für die Gäste, für die Besucher. Ja. Mit Liebe gemacht, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir hier Asphaltpiste. Gucken wir uns nochmal die Segelflieger an. Ja, es ist hier, es baut sich tatsächlich, ja, es irgendwie überschneidet sich das komisch. Sieht natürlich nicht so schön aus, ne? Könnte jetzt auch mit dem letzten Update zusammenhängen. Nicht alles ist schon kompatibel zum letzten Update. Aber es ist natürlich nicht so schön hier, aber ja. Wird es nichts im Moment, ne? Vielleicht wird das nochmal gefixt oder kann gefixt werden. Daneben wohl die Graspiste. So, und hier. Ah, hinten Camper. Und hier Segelflieger. Ja, cool. Gucken wir uns die Camper auch nochmal an. Ich glaube, das ist das Zelle Asset Tool. Ja. Vermittelt auf jeden Fall tolles VFR-Feeling mit. So macht das Spaß. Als wenn man jetzt so einfach irgendwo hinfliegt, wo eine Piste ist und ein paar Standardgebäude, ist das schon echt toll. Aber das ist natürlich unschön hier mit den Pisten, dass das hier mit den, dass das nicht sauber angezeigt wird. Dass sich das sogar verändert, je nachdem, wo man hier gerade ist mit der Kamera. So, dann werden wir nochmal testen, jetzt mit dem Pushback-Tool. Das sollte nämlich gehen, weil es steht nämlich auch irgendwo in der Beschreibung, wenn die Parkbremse gesetzt ist. Muss mal gucken, ob das mit der Parkbremse hängt oder mit dem Motor. Oh ja, wie geil. So, ich habe jetzt die Parkbremse gelöst und achtet mal hier hinten auf die Tore. Ah ja, das ist doch geil, oder? Komm, Leute. Das ist doch cool. Eigentlich fehlt jetzt bloß noch, dass man richtig aussteigen kann, ne? Nicht nur mit der Drohne, mit der Kamera, sondern dass man richtig zu Fuß hier rumlaufen kann. Das wäre ja auch noch sehr geil. Ja gut, dann machen wir mal die Türen zu. Nutzen das Pushback-Tool. Gehen wir in die Außenkamera. Pushback-Tool müsste ich eigentlich auch in der Kamera. So, machen wir das mal so. Pushback-Tool. Kann man sich übrigens auch öffnen mit Shift-P. Also so wie man es kennt mit Standard von Microsoft, wenn man Pushback machen möchte. So, ich mache jetzt mal Pushback starten. Geschwindigkeit. Vorwärts. Machen wir mal langsam. Schieben wir uns das mal zurecht. Wir wollen ihn ja auch nicht schrotten. Ja, und das ist so, wenn die Parkbremse gelöst ist, ist das Tor offen. Und schon geil. Und wenn die Parkbremse gesetzt ist, dann schließt sich das Tor. Also entweder fliegt es gleich hier durch die Luft. Bisschen schneller, bisschen schneller. Da bin ich mal gespannt. Aber ich denke mal, da ja schon das mit Tor öffnen und Tor schließen ist, denke ich mal, dass man es auch reinstellen kann.
geil. Jetzt grafisch hier jetzt nicht so mega top aus, aber es ist cool, dass man es hier reinstellen kann. Sehr, sehr cool. So, halten. Wir gehen mal die andere Kamera. Und jetzt gucken wir mal nach hinten. Jetzt setze ich die Parkbremse. Und die Tore gehen zu. Leute, wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn, bitte? Ich find's geil. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Liegt sogar noch ein Päckchen drin. Haben die das vergessen? Okay. Ja, cool. Finde ich super. Na, von außen nochmal die Tore. Feine Sache. Ja, diesmal im Hangar versteckt unser Flugzeug die gute Cessna 152. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Schreibt gerne Kommentare, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Positiv, negativ. Liked das Video, wenn euch das gefallen hat. Und gerne schnappt euch ein Abo. Klickt die Glocke an. Ihr kennt das ganze Prozedere. Alle, ne, sagen das ja in allen Videos. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir tatsächlich ein bisschen kommunizieren miteinander. Okay, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Mann. Muss, glaube ich, noch mehr Kaffee trinken. Und ja, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja. Bis dann. Ciao.